der Regierung oder ist gesetzlich, ist auch schon kein Problem mehr. Also wird nicht bestraft. Ja. Nein, ja, also das ist schon private Sperre, also heißt es dann. Also man entscheidet selber, ob man den einen oder den anderen Religion dann folgen will. Ja. Ja. Nur vielleicht, da gibt es dann auch schon soziale Strafe, muss das dann sagen, also es ist keine richtige Strafe, aber vielleicht die Leute reden, ey, der ist ja Christ geworden, der ist ja Hindus geworden, ja, oder sie ist ja Hindus, oder sie ist ja Christ geworden und so weiter, ne? Da sieht man ja schon den Berg da hinten, ja? Ja. Wir werden in die Richtung fahren, ja? Und nach Norden, ja? Also später, in vielleicht 2 Stunden, sind wir da auf der anderen Seite, oder 2,5 Stunden, sind wir dann nördlich des Vulkans, ja? Wir sind ja an der Nordküste, ja? Okay. Hoffentlich können wir auch schon schneller schaffen. So mit dem Verkehr manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wir dann. Aber. Weil, zu Bali. Das ist ein Traum hier mit dem Verkehr. Oh ja, das heißt weniger oder wie? Viel, ja? Viel weniger, viel angenehmer, ne? Bali ist der Horror. Horror. Habt ihr auch schon einen Roller gehabt dort? Ja. Chaotisch, ja? Ja. Ja, also deswegen ist ja schon Lombok auch schon ein besonderer Ziel. Also besonders ja, man sagt immer, jedes Mal, wenn die dann auf Lombok sich dann aufhalten, sagen die dann immer, das fühlen wir uns auch schon hier wohler, weil von Verkehr her einfach mal angenehmer. Ja? Ja. Und zur Hauptzeit, ja, also zur Hauptsaison zum Beispiel, wenn gerade so viele Touristen da unterwegs sind, zwischen Juli bis Oktober zum Beispiel, ja, das ist Hauptsaison, ja, also dann ist aber Lombok immer noch ruhig, ja, also angenehmer, also nicht so viel los. Ja. Das ist ja Praia, also das ist die Stadt, ja, die Hauptstadt von Zentral Lombok. Ja. Ja. Eine Schule, ja, es gibt ja islamische, viele islamische Schulen. Ja, also da wird dann Islam natürlich angelernt. Ja. Koran lesen oder Koran verstehen, ja. Arabisch, ja. Schon auch mit den anderen Fächern, wie Mathe oder einfach nur islamische Schule? Ja, also die. Es wird dann. Ja, so das. Alles unterrichtet dort, ja? Ja. Aber natürlich überwiegend dann Religion, ja, Islam, ja? Dann die Schüler. Lernen viel von der islamischen, von dem Inhalt der Koran, ja, des Koran, ja, des Heiligen Buch. Ja. Ja. Deswegen haben wir auch schon so viele Moscheen. Bei uns hier fast in jedem Dorf ist eine Moschee da zu finden. Ja. Und dann die sind auch schon stolz drauf, ja, also mit der Moschee. Ja. Dann wollen sie dann auch schon so die Moschee, so schön Moschee haben. So schön wie möglich, ja? Dann sind die stolz drauf. Aber obwohl die dann auch nicht so zu jedem Gebetszeit nicht voll sind, ja? Ja. Aber die sind einfach nur stolz drauf, dass sie dann die schöne Moschee haben. Als eine Wahrzeichen irgendwie, ne? Ja. Aber wenn man das schaut, ja, also dann sind die Moscheen auch nicht voll, ja? Also zur Gebetszeit. 5-mal wird es gebeten, ja? Ja? Aber dann vielleicht nur am Freitag. Gegen Mittag bei dem gemeinsamen Beten
sind die Moscheen auch voll. Ja? Aber sonst dann vielleicht, wenn die Einheimischen oder die Muslimen beten, dann die stehen dann in Reihen. Ja? So eine Reihe, zwei Reihen, vielleicht maximal zwei Reihen. Also wenn die dann stehen beim Beten da, dann stehen, da sind ja nur zwei Reihen. Okay. Ja? Dann mehr nicht. Ja. Da können aber schon bis 50 Reihen rein. Ja? Also drin in der Moschee. Oder vielleicht sogar 100 Reihen. Ja? Aber nur so wenig Prozent. Vielleicht kann man sagen, nur 5%, 3% ist die Moschee. Oder sind die Moscheen bei uns im Allgemeinen dann belegt. Ja? Zu jeder Gebetszeit. Ja? Ja, die sind so beschäftigt. Ja? Also Leute. Und dann haben die vielleicht keine Zeit. Ja? Ja. Dann sind die vielleicht im Büro da. Ja? Ja, da sind staatliche Schulen, ja. Da gibt es auch schon hinduistische staatliche Schulen, christliche gibt es auch, ja, in der Stadt, ja, also in Mataram zum Beispiel, ja, da sind ja schon christliche Schulen, hinduistische Schulen, ja, aber da die Muslime hier überwiegend sind, hier in Lombok, ja, oder im Allgemeinen, dann sind ja deswegen auch schon mehr islamischen Schulen da zu finden, ja, als die anderen. Ja. Auch Bali, also da die Balinesen da zum großen Teil da auf Bali sind, ja, dann sind auch schon mehr indischen Schulen da. Ja. Das heißt, ja, in den staatlichen Schulen, da sind ja nicht nur die Muslimen da zur Schule gekommen, ja, aber dann natürlich, die sind auch gemischt. Ja. Bei der Schule, da sind vielleicht auch Christen da, die Hinduisten da, aber dann bei dem Religionunterricht, ja, dann normalerweise kommen die nicht mit, ja, also die nicht-muslimischen Schüler, ja. Dann die haben so extra Stunden dafür, also für die nicht-islamischen Schüler, also da müssen die dann zur Kirche gehen, ja, und dort den Unterricht bekommen, also von irgendeinem Gelehrten, ja, und dann die kriegen Note von der Kirche oder vom Tempel, ja. Dann aber für die Muslime, weil die dann so die meisten Schüler da sind, ja, dann die kriegen die Noten von dem normalen Lehrer, ja. Es ist auch schon Schulpflicht bei uns hier. Dass Kinder mit 7 schon in die Schule gehen müssen. Ja? Ja. Es ist kostenfrei, ja? Also es dauert 9 Jahre, also Grundschule 6 Jahre, dann kommen ja noch Mittelschule, ja? Mhm. Und dann 3 Jahre, also insgesamt 9 Jahre ist ja kostenlos. Ja? Mhm. Dann kommt dann die höhere Schule, ja? Ja. Da muss man schon was dafür zahlen, ja, also monatlich, also Gebühr, Schulgebühren muss man da zahlen, so, aber es ist ja nicht viel, monatlich ungefähr 10 Euro, ja. Okay. Ja, und ja, die müssen auch schon selber besorgen, die Bücher, zum Teil kriegt man auch schon Bücher von der Schule, ja, aber dann Uniformen zum Beispiel, ja. Also jede Schule hat ihre Uniform. Ja. Mehr Landstraße fahren, damit ich dann euch auch schon mehr zeigen kann. Ja? Also nicht nur durch den Hauptverkehr mit vielen Autos, mit vielen LKWs. Ja?
Das wäre vielleicht schon interessanter, durch die Landstraße zu fahren. Aber jetzt sind wir noch an der Hauptstraße. So ein mobiles Geschäft. da wird alles verkauft da. Die Crackers, auch Lebensmittel, ja, Gemüse. Ja. Das müssen die dann halt alles Mögliche tun, ja, um leben zu können. Ja. Besonders ja, ist alles ja. So Gemüse. Ja. Ja. Plastiktüten, alles, ja, Tofu, ja. Das heißt, kommen wir jetzt von einem Kauf, von einem normalen Markt, dann die fahren von einem Dorf zu dem anderen, ja, ja. Weil die Leute halt auch schon langsam jetzt fauler geworden, die Hausfrauen, meine ich, ja. Ich meine, manchmal wollen die nicht selber zum Markt gehen, ja, zum Einkaufen, und dann warten die schon zu Hause, ja, auf die ja. Verkäufer dann, ja. Dann wird es dann auch oft dann mit Roller gemacht, ja, wenn man wenige Kapital hat, ja, wenn man halt nur Roller hat, dann wird dann Roller so ausgenutzt, ja, als mobiles Geschäft, ja, wird so ein Gestell, wird ein, wie sagt man, so ein etwa extra gebaut, mhm, an dem Roller, dass man alles dann mitnehmen kann, Gemüse und alles Mögliche, ja. Reis getrocknet links, ja. Es gibt viel Arbeit bei dem Reis, ja, bei Reisherstellung oder bei dem Reisanbau, bis es dann zum Markt kommt, ja, alles, ja. Wir werden auch schon viele, also Reisfelderlandschaften auf der Fahrt sehen, ja. Wir haben genug Wasser, ne? Auch, ja. Danke. Ja, bitte schön. Ja, weil man auch viel schwitzt bei uns, ja, da muss man halt viel trinken. Schönes Wetter. Wir haben Glück heute. Ja? Hoffentlich bleibt es so. Ja? Mindestens bis wir dort sind im Norden. Ja? Dem Roller jetzt, ne? Frau hat so das, so mobiles Geschäft. Ja, da müssen sie dann auch schon kämpfen, die Einheimischen, um überleben zu können, ja, weil es dann überhaupt keine Unterstützung vom Staat gibt, ja, also es gibt ja kein Arbeitslosengeld, ja, keine Unterstützung, und dann müssen sie auch selber dann das alles dann tun, um Geld zu verdienen, ja. Besonders bei uns hier in Lombok, ja, gibt es ja auch keine ausreichenden Arbeitsplätze. Ja? Also das ist schon ein Problem im Allgemeinen in Indonesien, dass wir so ein Problem mit Arbeitslosigkeit haben. Ja? Ja. Ja,
Da sind zwar auch schon viele Reisfelder da, aber da werden die oft dann auch zu wenig dafür bezahlt. Ja? Für die Arbeit zum Beispiel auf Reisfelder wird man so um die vielleicht 3 Euro bezahlt, ja? Für den Tag. Normalerweise, wenn man sagt, ein Tag Arbeit, ja, heißt es dann so normalerweise ab 7 Uhr bis um 12 Uhr, also bis Mittagszeit. Ja? Ja. Also auf Reisfelder, weil die meistens dann nachmittags so was anderes tun oder machen wollen. Ja? Zum Beispiel, die haben meistens auch schon Vieh zu Hause, dann müssen die dann auch schon Gras besorgen zu Vieh, damit die dann auch schon die Zukunft auch schon die Ziegen vielleicht, Kühe oder Hühner auch gut verkaufen können und damit die